Am Donnerstag lockte mich das gute Wetter wieder aufs Wasser. Die holsteinische Schweiz ist mit ihren Seen und der Schwentine einfach ein gutes Paddelrevier. Von unserem Urlaubsquartier in Ascheberg sind es nur wenige Meter runter zum Plöner See und mein Boot hatte ich beim Seglerverein Ascheberg liegen. Vielen Dank nochmal dafür an den Verein. Da ich gegen Mittag wieder zurück sein wollte, war die Reichweite natürlich begrenzt. Meine Idee, gegen den Uhrzeigersinn an Dersau vorbei nach Nordost und dann die zeitliche Situation neu abwägen. Es ist Donnerstagmorgen, 9.05 Uhr und ich starte eine kleine Paddeltour auf dem großen Plöner See. Beginne beim Seglerverein Ascheberg. Erstmal Steuer raus und paddle entgegen dem Uhrzeigersinn. Hier liegen noch an der rechten Seite eine Reihe von Segelbooten. Aber wir haben jetzt Mitte September und die Saison geht ja auch langsam zu Ende. Jetzt kommt an der rechten Seite der Anleger für die Fahrgastschiffe, die hier auf dem See verkehren. Da gibt es ja hier in der holsteinischen Schweiz die berühmte Fünf-Seen-Tour. Da steht das Restaurant-Café am See. Und später folgt noch ein größerer Campingplatz. Ja, die Möwen lassen es sich gut gehen. Ein paar Gänse hier auf dem kleinen Schwimmponton oder Badeponton. Vor mir, wo die Bugspitze hinzeigt, eine kleine Schwanenkolonie. Bei der Fischerei Lasner drehe ich kurz bei. Hier haben wir am Tag zuvor Fisch eingekauft. War total lecker. Das Zeichen gelbe Welle zeigt, hier sind Kanuten willkommen. Dann erreiche ich den Bereich des Schlosses Ascheberg. Im Mittelalter war hier ein großes landwirtschaftliches Gut der Adelsfamilie zu Ascheberg. Im 18. Jahrhundert hat Graf Hans zu Rantzau das Gut zu großem Ansehen und Wohlstand gebracht. Er führte Agrarreformen durch, schaffte die Leibeigenschaft ab und dänische Könige waren hier häufiger zu Gast. Seit den 1970er Jahren ist das Gut eine gefragte christliche Jugend- und Freizeitstätte und es wird auf ca. 1000 Hektar weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Den Bereich des Schlosses, das auf einer kleinen Halbinsel liegt, lasse ich jetzt hinter mir und will die Halbinsel umfahren. Dabei treffe ich auf die Holzinseln und drehe bei nach Südwest Richtung Dersau. Hier stehen getrennt voneinander drei so kleine Baumgruppen im See. Irgendwie sieht das tatsächlich ganz urig aus. Na, ich versuche mal hier vorne durchzupaddeln. Mal gucken, ob das geht. Mal ein bisschen vorsichtig sein. So. Alles okay. Jetzt paddle ich langsam auf Dersau zu.
Der Ort liegt etwas langgestreckt direkt am See und hat ca. 1000 Einwohner. Dersau gehörte in früheren Zeiten zum Gut Ascheberg. Langsam paddle ich am Seglerverein und am benachbarten Campingplatz vorbei. Und ja, hier in Dersau gibt es auch ein sehr schönes Gärtnereicafé, in dem wir gestern leckeren Kuchen gegessen haben. Die Bucht paddle ich noch ein wenig aus und fahre weiter, der Uferlinie folgend, nach Nordost. Ich merke aber, der Wind nimmt zu, das Wasser wird kabbeliger. Vor mir zur rechten Seite wieder eine große Busch- und Baumreihe. Die endet dann aber. Und auf das Ende, da halte ich jetzt mal drauf zu. Denn ich denke, das ist wieder so eine Ecke, da muss ich drum rum. Jetzt habe ich diese Baumecke erreicht, um die ich nicht herumschauen konnte. Na, jetzt will ich mal sehen. Ich denke, nach rechts geht der See weiter, bildet wieder eine kleine Bucht. Ja, da liegt eine Insel, etwas zur linken Seite, und in der Mitte kann ich dann durchfahren. Die kleine Insel, an der ich nun vorbeipaddle, ist das Holzwarder. Auf der Karte sehe ich, dass an der rechten Seite die Ortschaft Sepel liegt. Während des Paddelns nehme ich sie aber nicht wahr. Ich halte zunächst mal auf die Insel vor mir zu und will dann nach Steuerbord beidrehen. Aber ich entdecke vor mir eine Untiefe. Die zieht sich von der Insel bis zur Uferlinie hin. Jetzt bloß nicht festfahren. Vor mir ein Schild Naturschutzgebiet. Da halte ich auch mal Abstand. Ich paddle jetzt etwas unter Land Richtung Norden zu. In einiger Entfernung kann ich die beiden kleinen Türme vom Plöner Schloss erkennen. Jetzt bin ich am Ostende der kleinen Bucht mit dem Naturschutzgebiet angelangt und halte nun nach Osten auf Inseln zu, die vor mir liegen. Triebe, Langeswarder, Rottenwarder. Ich fahre weiter die Linie der weißen Pfeile bis zu einer kleinen Baumgruppe südlich der Mini-Insel Triebe. Um die Baumgruppe fahre ich herum und nehme dann wieder Kurs auf das Naturschutzgebiet. Wenn ich jetzt aus dem Schutz der Insel rauskomme, kriege ich gleich die Wellen mit. Ich habe zwischenzeitlich auf die Uhr geschaut. 1:20 bin ich unterwegs und ich weiß, ich muss zurück. Die Wellen warten auf mich. Jetzt halte ich erstmal auf die Nordostecke des Naturschutzgebietes Störland zu. Ja, die Wellen sind gut, sind eine kleine Herausforderung. Es macht Spaß, sie zu fahren.
Die Bucht des Naturschutzgebietes fahre ich nicht aus. Die Rückroute ist hier mit roten Pfeilen dargestellt. An der Ecke Seebrook ziehe ich noch etwas vorbei und drehe dann bei nach Nord-Nordwest. Ja, paddeln, das ist klasse. Paddeln, das macht Spaß. Du spürst die eigene Muskelkraft. Wirst auch mal ein bisschen nass, bist draußen frei in der Natur, der Himmel ist so weit. Drum fang heut mit dem Paddeln an, mein Freund, sei mal gescheit. Hier kann man noch mal ganz gut sehen, wie die Paddelroute verläuft. In weiterer Entfernung sehe ich das Ascheberger Warder und halte darauf zu. Jetzt heißt es, kräftig paddeln gegen Wind und Wellen. Also raff dich auf, mein Freund, zieh einfach mit mir los. Im Kajak und Kanadier wird die Welt für dich ganz groß. Genieß die Freiheit, frische Luft, weiße Wolken über dir. Erober dir die Wasserwelt und paddle mit mir. Jetzt mal auf die Insel zu, die bei Ascheberg vorgelagert ist. Ich paddle also auf dem Rückweg die Buchten nicht mehr aus. Habe ziemlich steifen Gegenwind. Und muss mich ein bisschen ins Zeug legen, wie man so sagt. Die Bugspitze zeigt in Richtung Ascheberg, aber die Wellen treffen auf Backbord und so drehe ich 90 Grad bei, paddle auf die Ecke des Warders zu. Viele Menschen leiden heute an Depressionen und Burnout. Hockt nicht alleine in der Stube, geht einfach doch mal raus. Natur, die im Schutze des Warders wird das Wasser jetzt deutlich ruhiger. Von der Nordwestecke des Warders ziehe ich dann rüber auf den Seglerverein Ascheberg zu. Man kann im Moment ein paar Häuser von Ascheberg sehen. Ansonsten liegt der größte Teil des Ortes hinter der großen Baumgruppe. Ja, Ascheberg liegt etwas erhöht über dem Plöner See. Vom Wasser aus ist der Blick durch die Baumgruppe versperrt und man kann nur wenige Häuser erkennen. Wie man sieht, bin ich jetzt kurz vor dem Seglerverein. Und hier mal ein kleiner Einschub. Natürlich ist es immer schöner, mit mehreren Paddlern unterwegs zu sein, auch aus Gründen der Sicherheit. Aber unsicher habe ich mich bei dieser Tour nicht gefühlt. War eine interessante Tour. Ich habe leider nicht das erreicht, was ich erreichen wollte, aber ich bin nahezu ununterbrochen 2 Stunden gepaddelt und das ist schon mal ganz gut. Gut 1 Stunde gegen den Wind und
Naja, die schönen Wellen, das war schon prima heute.